Herzlich willkommen bei Chemistry bei einer neuen Ausgabe von How to Lab, unserem Format, wo wir euch zeigen, wie wir mit NPC Philipp, heute ziemlich playable, der alte NPC, Dinge machen, die ihr auch macht in der Schule im Chemieunterricht. Heute, ja, wir möchten demnächst ganz viel mit dem Gasbrenner arbeiten. Ihr seht das auch schon hier, Gasbrenner-Tutorial, neues Tutorial und beenden. Das ist noch gesperrt, ich zeige euch das mal hier, ich gehe mal rüber ins Menü. Seht ihr hier, Aktion, da steht Gasbrenner entzünden, das ist noch gesperrt. Das möchten wir heute freischalten und das machen wir, indem wir einmal das Tutorial durchspielen, wie man einen Gasbrenner entzündet. Also gehe ich mal hier, Gasbrenner-Tutorial, neues Tutorial, jetzt geht's auch schon los. NPC-Film ist mal wieder ein bisschen unausgestattet, das bedeutet, wir brauchen eine Schutzbrille. Dann gehe ich mal hier ins Menü, Schutzausrüstung, da ist Schutzbrille. Da hat er auch schon seine Schutzbrille. Wunderbar. Und jetzt können wir auch direkt weitermachen, dass wir uns das Gerät holen, und zwar den Gasbrenner, den wir benötigen. Wir gehen jetzt mal hier ins Menü, Geräte, da ist auch der Gasbrenner. Da steht er auch schon, der Gasbrenner. So, den möchten wir heute anmachen. Bevor wir den anmachen, werden wir uns mal ein bisschen genauer damit befassen. Und dafür gehen wir jetzt mal hier auf Aktion untersuchen. Da sind wir jetzt auch schon hier in der Nahaufnahme. Ja, der Gasbrenner. Die meisten denken ja, das Ding heißt Bunsenbrenner. Das ist komplett falsch. In der Ausführung heißt der Teeklubrenner. Ja, ja, was haben wir da alles? Ihr seht einmal den Schlauch, wo das Gas reinkommt, und gegenüber ist die sogenannte Gaseinstellschraube. Ja, nach rechts drehe ich das Ding zu, nach links drehe ich es auf. Damit kann ich die Gaszufuhr im Brenner regulieren. Neben der Gaseinstellschraube haben wir noch ein zweites Schräubchen, zeigt euch da gerade. Damit reguliert ihr die Luftzufuhr. Ja, wir werden später noch sehen, was das für eine Auswirkung auf die Flamme hat. Und über dieser Lufteinstellschraube befindet sich der Kamin. Ja, können wir auch mal abmachen. Einfach mal aufschrauben. So, da ist er. Da geht quasi Gas und Luft durch. Und oben, dann können wir das Ganze entzünden. So. Wunderbar. Dann wollen wir mal hier das Ganze freischalten. Wir gehen mal auf unser Menü, auf Aktion, und zwar auf Gasbrenner entzünden. Jetzt passiert noch nichts. Ja, wir haben es noch nicht freigeschaltet. Aber ihr seht jetzt hier, dass jetzt hier eine ganze Menge Schritte stehen, die wir uns sortieren müssen in diesem Tutorial. Das heißt, meine Aufgabe ist jetzt, diese Schritte einmal durchzusortieren und dann auf Start zu drücken. Also erstmal sortieren das Ganze und dann Start. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste NPC Philipp in der Lage sein, den Gasbrenner anzuzünden. So, was machen wir? Ich würde sagen, als allererstes sollten wir die Luftgaszufuhr schließen. Dann als nächsten Schritt wählen wir aus Gaszufuhr aufdrehen und dann danach Haupthahn aufdrehen. Also mit Gaszufuhr meine ich quasi die Gaszufuhr am Brenner selber. Dann entzünden selber. Ja. So, als nächstes nehme ich mal Luftzufuhr aufdrehen, weil wir möchten ja auch nicht nur eine Flamme haben. Und dann nehme ich Luftzufuhr wieder zudrehen, das ist quasi unser Turning Point so ein bisschen. Danach Gaszufuhr zudrehen und als allerletztes wähle ich Haupthahn zudrehen. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müsste ich mal einmal auf Sortieren klicken. Jetzt haben wir es auch in der Reihenfolge, wie ich das gerne hätte. Ich hoffe, es ist richtig. Ansonsten müssen wir halt nochmal starten. Ja? So, und dann wollen wir mal hier auf Start drücken. So, jetzt geht es auch schon los. Als allererstes geht's los mit Luftgaszufuhr schließen. Das scheint richtig gewesen zu sein. Wunderbar. Jetzt geht's weiter. Das Ganze läuft. Gaszufuhr aufdrehen. Ah, das scheint richtig gewesen zu sein, wie wir gehört haben. Und jetzt kommt als nächstes Haupthahn aufdrehen. Ganz wichtig beim Haupthahn: drücken und drehen. Und jetzt kommt schon entzünden. Gucken wir mal. Ich hoffe, das ist richtig. Ein neues Streichholz nehmen. So, das ist auch schon die leuchtende Flamme. Wunderbare Sache. Mit der arbeiten wir nicht. Wir haben jetzt noch ein paar mehr Punkte. So, nicht, dass der gleich noch einen Marshmallow rausholt da hinten. Jetzt geht es ans Luftzufuhr aufdrehen. Nächster Punkt. Bis jetzt haben wir alles richtig gemacht. Das ist die entleuchtete Flamme. Und das ist jetzt, wenn ihr mal ganz genau hinschaut,
Die rauschende Flamme. So. Auch das war richtig. Bis zum Turning Point haben wir alles richtig gemacht. Jetzt geht es daran, Luftzufuhr wieder zudrehen. Ja. Okay. Auch das richtig. Jetzt kommt Gaszufuhr zudrehen am Brenner. Das sollte jetzt eigentlich richtig sein. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell ins Menü, und zwar Fokus. Und jetzt seht ihr, wenn jetzt der nächste Punkt durchläuft, Haupthahn zudrehen, müsste eigentlich... Super. Ah. Perfekt. Achievement unlocked. Ja, wir haben den Gasbrenner entzündet. Das war's auch schon. So funktioniert's. Wir können jetzt quasi in unseren nächsten Versuchen immer direkt in unserem Aktionsmenü den Gasbrenner anmachen. Wir haben das Tutorial bestanden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Like das Ganze. Besucht uns auch auf Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.